Autsch. Aber ich habe was gelernt. Okay. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das am effektivsten ausnutzen kann. Das war mein letzter Stab. Den hätte ich eigentlich da mal verpulvern können. So. Das hat geklappt. So wie ich das wollte. Das wiederum nicht ganz so. Oh, hi. So. Jetzt sitzen noch die beiden. Die ich irgendwie tot kriegen muss. Und eigentlich habe ich gedacht, Eis geht bei den beiden. Okay. Fuck. Ah, nicht gut. Kurzer Rückzug. Trinken. Und mal zwischenspeichern, weil... Jo. Ja, da ist es einer hinter mir. Okay, er ist eingefroren. Das heißt... Den töten. Jetzt ist nur noch der da übrig. Heilung. Gut. Schlüssel haben wir. Pfeile haben wir auch. Ja. Ups. Das Problem ist, ich habe hier zwei Schlösser. Und nur einen Schlüssel. Muss ich mal kurz gucken, ob ich hier noch einen zweiten Schlüssel rumliegen habe. Ja, da ist er ja. Gott sei Dank. Ich dachte schon, mit meinem kleinen Trick hätte ich was verpackt. Mhm. Doppeltes Mhm. Die bleibt gedrückt.
Was haben wir hier? Bone-Amulett. Noch einen Brass-Key, eine von diesen Münzen. Health Regeneration, Food Consumption, Protection, Vitality. Kriegst du mal, auch wenn Vitality jetzt gerade nicht viel macht. Das ist für dich und das Ding kann weg, weil der Flegel da ist normaler Flegel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das den Weg in die Horusmine geöffnet hat. Ich denke, dass wir dorthin müssen. Ich will mich aber vorher noch mal umsehen. Also ja, und Zeug mal verstauen. Wobei, gibt das gleich mal her. Milkweed haben wir ja zum Glück genug. Ich frage mich nämlich gerade immer noch, was wir mit der Conduit anfangen könnten, die da rumsteht. Also nicht die hier, sondern die hier. Das passt da nicht rein. Das können wir auch nicht reinpacken. Edelsteine auch nicht. Den auch nicht. Knochen können wir auch nicht reinstecken, nein. Saftigen Schinken sicher auch nicht. Und ich sehe hier drin nirgends Knöpfe. Nein, die lassen wir schon auf, auch wenn es jedes Mal ein Erdbeben der Extraklasse gibt. Die Wand würde sich anbieten für einen Knopf und die Wand würde sich anbieten für einen Knopf. Nö. Gut. Wir sind wieder hier. Aber können wir immer noch nicht wegmachen. Ja. Das heißt, wir nehmen hier den Weg zurück. Bis jetzt höre ich keinen Respawn.
Hey, Kumpel. Okay. Darf mich jetzt nur nicht verlaufen. Au. So wie jetzt. Ja. Autsch. Okay. Wow, das war knapp. Au. Gut. Der ist jetzt auch hinüber. Das heißt, wir können uns hier um die Slugs kümmern. Ja, Slug Chunk. Yummy. Da ist schon mal der Secret-Knopf für dieses Gebiet. Da ist noch ein Secret-Knopf. Handaxe, Knife, Nofamace, jede Menge Schrottwaffen. Blade Gauntlets, Fist Dagger, Mode Jerky. Eine Schriftrolle. Ja. Für dich ist hier noch Platz. Für dich hier. Hat jemand gerade ein bisschen Hunger? Nö. Das da kennen wir schon, das hier noch nicht. Die Zeit rückt näher. Wir sind alle bereit. Dr. Marco hat einen geheimen Tunnel entdeckt, der in die Minen führt. Und wir haben unsere Freunde, die dort leiden, kontaktiert. Morgen Nacht werden wir hinabsteigen in die verfluchten Horusminen. Wir haben genügend Waffen gesammelt, um ein paar von uns zu bewaffnen. Hoffentlich genug, um die Wachen dort zu überwältigen. Hoffentlich. Marco sagt außerdem, dass unsere Freunde die Mittel besitzen, um einen Stein der Weißen mit unglaublichem Potenzial zu erschaffen. Wir wissen, dass unsere Exekution kurz bevorsteht. Die Wachen können nicht viel tun, um uns zur Rede zu bringen. Sie würden uns niemals dort hinunter folgen, freiwillig. Die Wachen bevorzugen diesen Ort.
Ich habe gehört, dass die fliegenden Insekten dort unten Eier in ihren Maschinenteilen legen. Ich habe gehört, dass es einen Weg durch die Minen nach draußen gibt. Raus aus diesem lichtverlassenen Labyrinth. Armstrong sagt, dass dies ein Wunschdenken ist. Und dass die Watchers unseren Zug amüsant finden werden. Aber ich bin gewillt, es zu versuchen. Ich werde alles tun, um meinen Bruder wiederzusehen. Elric, jetzt kommt auch. Also nach Herr der Ringe kommt jetzt eine Full Metal Alchemist-Anspielung. Ernsthaft? Ja gut, darauf hätte ich schon kommen können, als ich den Philosopher-Stone gele das mit dem Philosopher-Stone gelesen habe. Ja. Aha. Ist klar, dass ich hier einfach runterspringen werde. Ich höre Kriechviecher.